Hallo, ich bin Steven und heute gibt es ein richtig schönes, deftiges Essen. Es gibt Spätzle mit Sauerkraut und knusprigem Bacon. Der allererste Schritt, ich mache den Herd an und bringe schon mal das Wasser für die Spätzle zum Kochen. Und im zweiten Schritt mache ich an dieser Stelle an. Da kommt nämlich gleich das Sauerkraut rein. Damit das Sauerkraut nicht anbackt, mache ich ein bisschen Wasser in den Topf und dann fülle ich das Sauerkraut hier in die Kasserole. Nun bereite ich den Bacon vor, der ist hier in Scheiben, ich schneide das in kleine Stücke. Der Bacon ist, man kennt das, fertig genug. Da brauchen wir kein extra Öl in der Pfanne und braten den bei mittlerer Hitze an. Dann schneide ich die Zwiebel, längs Streifen reinschneiden und dann in kleine Würfel. Inzwischen ist der Bacon auch schon fertig. Ich habe hier einen Teller mit Küchenpapier. Vom Thymian lege ich ein paar Zweige zur Seite. Den Stiel vom Thymian selber, den wollen wir nicht verwenden, also ziehe ich die Blätter ab. Das Wasser siedet inzwischen, kurz noch salzen. Danach gebe ich die Spätzle in den Topf mit dem siedenden Wasser. Super cool, sobald die Spätzle oben schwimmen, sind sie gar und man kann sie abschöpfen. Jetzt brate ich die einzelnen Zutaten an. Dafür brauche ich etwas Öl in der Pfanne. Dann gebe ich die Zwiebeln sowie den Thymian hinzu. Das muss wirklich nur ganz kurz angebraten werden. Und dann gebe ich Senf und Honig und Sauerkraut hinzu. Das habe ich jetzt etwas angebraten. Nun gebe ich Butter und die Spätzle hinzu. Bis auf das Salz aus dem Spätzlewasser ist das noch gar nicht gewürzt. Also noch etwas Salz und Pfeffer hinzu. So schnell ist unser Spätzle-Sauerkrautgericht fertig und ich kann jetzt schon anrichten. Dann den Bacon hinzu und garniere das Ganze mit etwas Thymian. Ich wünsche guten Appetit!